ist Friedrun Dornbusch. Ich bin Tierärztin hier in Ichenhausen, habe Kleintierpraxis und Pferdepraxis und mein Schwerpunkt liegt auf der Osteopathie und Akupunktur, also alternativen Heilmethoden. In der Osteopathie werden Blockaden gelöst. Das betrifft natürlich zum großen Teil die Wirbelsäule. Aber nicht nur, also es betrifft nicht nur jetzt diese strukturelle Osteopathie, Wirbelsäule, Gelenke, sondern auch die Faszien, das Bindegewebe und auch die Organe. Osteopathie wird hauptsächlich angewendet für orthopädische Probleme. Ganz oft sind es Patienten, die einfach schulmedizinisch abgeklärt sind oder auch austherapiert wurden. Ganz viele unklare Lahmheiten, ganz viele Lahmheiten, die auch von der Wirbelsäule kommen, die kommen dann zu uns in osteopathische Behandlung. Dazu muss man sagen, die Osteopathie kann natürlich sehr viel weiter auch behandeln. Also ganz oftmals lösen sich dann auch andere Probleme automatisch mit, wenn Blockaden jetzt von der Wirbelsäule gelöst sind, dass dann auf einmal auch organische Probleme sich beheben lassen. Eine osteopathische Behandlung dauert ungefähr 30 Minuten bis eine Stunde. Das kommt sehr darauf an, auch wie der Hund mitarbeitet, wie er sich entspannt. Viele Probleme lösen sich schon nach den ersten Behandlungen und man möchte mit den weiteren Behandlungen einfach das auch dann beibehalten, dass nicht der Körper wieder in die alten Muster zurückfällt. Nach einigen Voruntersuchungen teste ich hier die Beweglichkeit der oberen Halswirbelsäule. Und man sieht, dass durchaus Unterschiede rechts und links bestehen. Links ist ganz gut. Gut, so ist es besser. Pepper, komm her. Teste ich auch die weitere Wirbelsäule. Die kann ich jetzt nicht so bewegen, die muss ich einfach abfühlen. Oftmals kann man auch anhand der Spannung im Unterhautgewebe feststellen, wo Blockaden sitzen. Das ist hier soweit in Ordnung. Und dann wird man noch die Gliedmaßen und die Gelenke und die Faszien tasten. Aber soweit ist erst einmal die Wirbelsäule und das ist hier bei dem Hund in Ordnung. In der Halswirbelsäule ist sie wenig verspannt, wo man dann genauer nachschauen muss. Ganz wichtig, denke ich auch, ist zu sagen, dass der Hundesport gewinnt immer größeren Ausmaß. Sehr viele Hunde gehen Agility oder einfach auch Fun-Sport, wo ich denke, diese Hunde sollten einfach begleitet werden. Im Pferdesport ist es absolut schon üblich, dass man dann alle halbe Jahr einen Osteopathen draufschauen lässt und auch für diese Sportart, für die Hunde, kann man sehr viel prophylaktisch tun, wenn man die alle halbe Jahr einmal anschauen lässt.